Grüß dich. Komm, hoch der Herr von Hagenst zu mir. Heute darf er dir gern eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar wird der Schulinspektor und der Schuldirektor in die Klasse kommen und sich anschauen, was die Kinder so gelernt haben. Das erste Semester ist gleich einmal vorbei. Für die erste Klasse ist das alles noch neu. Die Lehrerin ist jung und gestürzt, ist erfreut, wie die Kleinen durchs Schuljahr fährst. Vor die Ferien kommt dann mal der Direktor. Mit ihm im Schlepptau der Schulinspektor. Man gewusst, dass die Kinder schon drauf warten. Die Lehrerin muss die zwei nach hinten laden. Sie verzählt, wie brav die Kinder sind und das ganz fleißig und eifrig lernen dann. Die Kinder stehen auf und stöhnen sie viel, so geht der ganze Puls gestürzt und nett dahin. Die Lehrerin geht zur Tafel, es wär schon ganz stark. Ich mein, dass man Pfust von einem Ausherrn tat. Und schreibt man so auf, eh kein langer. Man sieht, dass die Kinder zum Lesen anfangen. Wer kann mir das vorlesen? Sagt sie dann drauf. Keiner traut sie aufzustehen, nimmt Zeug auf. Der Direktor beißt nicht, ihr könnt euch schon trauen. Sie sieht aber, dass die Kleinen ihr ratlos schauen. Der Franz zeigt auf, er huckt vor dem Direktor hinten. Die Lehrerin hofft, dass sie dort eine Lösung finden. Er sagt, der Lehrerin Ascher ist schon gestürzt. Was bei der Lehrerin zu entsetzen fährst. Sag Franz, was für ein Blödsinn fällt da ein? Wie kannst du denn sowas sagen? Das kann nicht sein. Der Franz ist verzweifelt, weiß nicht, was machen. Da hörst er, wie die zwei hinter ihm stark lachen. Er dreht sich um mit Tränen in die Augen, sieht, wie die zwei hinter ihm ganz viehwitzig schauen. Wollt ihr nicht lesen, Kind, find ich es nicht fein. Seid einfach stark und sag's mir keinen Blödsinn ein. Mit der lustigen Geschichte verabschiede ich mich von dir, vielleicht bis zum nächsten Mal. Für dich.